Willkommen hier, War Thunder. Wir haben den, ich kann ihn nicht aussprechen, Namen des japanischen Panzer Aigoko. Ist das richtig? Aigoko? Keine Ahnung. Ein solider mittlerer Panzer, also ein solider Panzer der Japaner. Macht auf jeden Fall relativ viel Spaß damit zu spielen, aber das Design alleine schon ist so veraltet, wenn man sich das mal anguckt. Es erinnert mich ein bisschen ans Neubaufahrzeug. Auch alleine schon, dass es diese Zwischenraumfüllung hat für die bei den Ketten. Das macht es relativ Maintenance Nightmare-mäßig, dass es absolut keinen Spaß macht für die Crew. Oh, ach, das kleine süße Teil. Und oh, der Italiener, der gluckert ja sogar schon fast ab. Oh. Ah. Höher, ne? Remske, bisschen höher. Und ah, weg ist der kleine Italiener. Haben wir ihn vom Ertrinken gerettet, kein Problem. Ich bin ein Held. Merkt euch das. Ich bin ein Held. So, was haben wir denn da noch? Och, sieht schwedisch aus. War schwedisch. Oder norwegisch? Weiß ich tatsächlich gerade nicht aus dem Kopf. Mit den Sachen tue ich mich immer relativ schwer, ob das zu wem der Panzer gehört. So. Ein bisschen viel nach oben, findet ihr nicht? Oh. Vielleicht wollte ich eine Flugabwehr sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Flak gut bekommen und ah, da hat mir jemand gut Schaden gemacht bei meinem Panzer. Na, rächen wir uns. Wir haben abgebounced, so wie es aussieht, oder wir haben, nee, ein bisschen Schaden haben wir bekommen, aber wir haben ihn vernichtet. Und oh, da, guck mal, kleiner Panzer. Plupp. Ah, wäre ein Treffer gewesen. Wäre auch ein Treffer gewesen. Deutscher Panzer, gefährlich. Deutscher Panzer 2. Wir sind am Marsch. Ja, man ist nicht immer gut. Und überall diese kleinen italienischen Panzer. Man sieht sie kaum. Man trifft sie kaum. Sie penetrieren dann nicht mal ansatzweise. Und dann machst du sie einfach weg. Würdet ihr mir doch nur was irgendwie antun. Aber nein, ihr wollt mir ja noch nicht mal was antun. Ihr schießt auf mich, aber ihr trefft einfach... Naja, treffen tut er schon, aber ihr macht mir nichts. Lächerlich. Und ach, kannst du nicht einfach weiterfahren? Ich hätte den zwar nicht getroffen. Aber wenigstens hätte ich so nicht das Gefühl gehabt, ich hätte komplett daneben geschossen. Aber jetzt bleibst du stehen. Jetzt machst du Bumm. Ach. Also ich muss sagen, langsamer, dafür guter Panzer. Also auch wenn es eine kurze Gümmelkanone ist, wollte ich gerade sagen. Relativ kurz. Und das MG hinten ist komplett useless. Bleibt nur Platz weg. Muss ich sagen, ist nicht schlecht. Und da bin ich glücklich, hätte der IKV oder IKV, IKV, wie, hätte der mich getroffen, ich wäre weg. Ich wäre sowas von weg. Das Baby, das hat Wumms. Aber hey, man hat Glück, dass manche Leute viel zu hektisch schießen. Oh, da haben wir zwar nicht gebounced, das ist zwar reingeflogen, hat aber kaum Schaden gemacht. Mein Schuss hat leider nicht den richtigen getroffen, aber Gott sei Dank haben wir schneller geschossen als er. Oh mein Gott, haben wir Glück gehabt. Hätte auch ganz anders ausgehen können und in 90% meiner Fälle habe ich das Gefühl, es geht für mich auch anders aus. Dann sehe ich jedes Mal meine verdammten Gameplays, die ich mir hier zusammenschneide, und denke mir so, ah, noch nicht so oft. Es kommt einfach einem so verdammt viel vor. Ja, wir halten jetzt hier einfach ganz entspannt die Linie. Und hier geht's weiter. Meine Brücke. Zwei feindliche Panzer. Wovor habe ich mehr Angst? Ah, vor den Jagdpanzer. Und jetzt machen wir den Panzer 3 weg. Nur ein Hitmarker für den Panzer 3? Das ist schlecht. Gut. Wir bouncen den Panzer 3 ab. Ich schieße schlecht. Finally. Angeschlagen. Und da Panzer 3 vernichtet. Ausführung E. Keine Ahnung, was die Ausführungen unterscheiden. Wir hatten ja vor kurzem die B-Ausführung. Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen B, E, A und Co. ist. Auf jeden Fall ist der jetzt weg. Und ach, Gott sei Dank hat er nur mal eine Kette erwischt. Wir haben dafür seinen Motor erwischt und seinen, ich glaube, Richtschützen perfekt ausgeschaltet. Also ich muss sagen, also ich weiß nicht. Das ist einfach ein
richtig scheiße aussehender Panzer, richtig alt aussehend, als ob man den noch in den Grabenkämpfen des Ersten Weltkrieges hätten benutzen wollen. Aber es macht so viel Spaß. Das ist sogar einer, der noch dafür gedacht ist. Guckt euch hinten die das Teil an, falls man da nicht zu sehr nach vorne denkt als Stütze. Auf jeden Fall, es macht aber trotzdem Spaß, das Teil zu spielen. Ich weiß, die Japaner hatten ja nicht so die moderne Panzerforschungssache, das war bei denen einfach nicht so. Hatten die nicht, war nicht so. Aber hey. Ist ein bisschen wie mit britisch und französischen Panzern auch am Anfang des Krieges. Oh, mein Gott, hatten wir Glück. Und wir haben sogar gebounced. Wir haben einen Panzerjäger 1 gebounced. Das ist ein bisschen beeindruckend. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir den gebounced kriegen. Ich dachte, wir wären da jetzt Treffer, Gebot, Bumm. Na, was kommt da jetzt an? Oh, da kommt tatsächlich was an. Spähpanzer. Echt jetzt? Gebounced? Da machen wir dich kaputt. Oder SDKFZ. Also ich glaube, das ist ein Spähpanzermodell. Oh, rückwärts ist es so langsam. Wir kommen hier gar nicht vom Fleck. Aber wir wollen auch rückwärts bergauf. Keine Ahnung, wie der Rückwärtsgang ist. Würden wir stehen bleiben wollen? Auf der geraden Fläche rückwärts fahren, ja. Wie schnell ist der Rückwärtsgang, wenn wir stehen bleiben wollen? Gute Frage. So, da war noch ein kleiner italienischer Panzer. Will der hier lang? Will der kleine Italiener hier lang? Oder wo fährt der kleine Italiener lang? Keine Ahnung wo, aber wir haben voll daneben geschossen scheinbar. Oh, da. Dafür haben wir den 38T vernichtet. Easy. Der hat uns zwar gut Schaden zugesetzt, aber wir konnten ihn easy snack wegmachen. Ja, da kommt was Italienisches. Da war was Italienisches. Immer schön weiter. Den anderen japanischen Panzer hier decken, so gut wir können. Falls irgendwas da oben rüberkommt, machen wir es kaputt. Das ist kaputt, aber dann nehmen wir noch was. Sicher, sicher. Ich hab's. Jetzt hier eine Nachbearbeitung. Ich sehe es, dass es kaputt ist, aber wohl im Live-Gameplay war ich mir nicht sicher. Ja, hinter dem Felsen ist doch noch was. Du kannst doch jetzt nicht einfach so in das Offene fahren und deine Kanone nach rechts haben. Aber gut, ich bin der festen Meinung, als da ein feindlicher Panzer ist, wird mein Buddy zuerst ausgeschaltet und ich kann mich währenddessen hier ganz in Ruhe rüber sneaken. Mir würde nichts passieren. Und ah, Berge. Der Tod japanischer Panzer. Oder Hügel, das ist ein Hügel. Keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber hey, das war den ich wegfahren gesehen habe. Für mich gut, für ihn leider schlecht. Aber ich würde sagen, mit dem Treffer verabschiede ich mich hier. Euer Remske, haut rein, danke fürs Zusehen. Super cooler, weirder, langsamer Panzer. Spielt ihn auch. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ciao, ciao.